Und hallo ihr Lieben, ja, da bin ich wieder und eine Woche älter und um eine Erkenntnis reicher, ehrlich gesagt. Denn ich habe festgestellt, dass nach meinem letzten Video das Frühlings-Make-up, wo ich die Hater im Prinzip aufgefordert habe, mir auch einfach zu sagen, wo der Schuh drückt und gedacht hatte, wir steigen jetzt wirklich in eine ernsthafte Diskussion ein, festgestellt habe, dass ich sie damit für immer zum Schweigen gebracht habe. Okay, eine verwirrte Seele war da immer noch dabei. Die hat mich auch dazu veranlasst, in meinem Kommentar, wie sagt man, Firewall, also wo man so im Prinzip Worte, gesperrte Worte eingeben kann. Jeder YouTuber kann dann so eingeben, welche Kommentare erstmal zur Überprüfung sozusagen rausgenommen werden sollen. Und da kannst du eben die Worte eingeben. Meistens machst du Scheiße, hässlich, dumm, doof, Bitch und so weiter. Das sind die. Und ich habe eingetragen, meine Schlagworte sind Sorry, aber. Weil ich festgestellt habe, dass jeder, der dich beleidigen will, den Satz anfängt mit Sorry, aber. Und das stimmt. Auch diese verwirrte Seele von dem letzten Video, die wirklich ganz allein auf weiter Flure stand, das muss man ganz ehrlich sagen, hat ihren Satz begonnen mit Sorry, aber. Und das klappt wunderbar. Jeder, der was Doofes zu sagen hat, irgendwie, wird gleich rausgefiltert von YouTube. Ja, das war die Erkenntnis, die ich bekommen habe in letzter Woche. Und die Amerikaner haben dazu auch einen Satz, der nennt sich Kill them with kindness. Und ich glaube ganz einfach, dass das irgendwie passiert ist. Ungewollt. Also das war ja tatsächlich nicht das, was ich angestrebt hatte. Aber ich war wahrscheinlich zu nett, dass sie sich gedacht haben, komm, die Alte lassen wir jetzt in Ruhe. So. Heute machen wir ein Thema und den Satz höre ich so oft von YouTubern, ne? Oh, was ihr, ich mache jetzt mal ein Video, da habt ihr mich so oft nachgefragt und so, wo ich denke, hat kein Schwein nachgefragt wahrscheinlich. Also ich habe es in den Kommentaren nicht einmal als Frage gesehen, aber in dem Fall ist es wirklich so, dass mich ganz viele von euch gefragt haben, in welcher Reihenfolge man bestimmte Produkte benutzt. Und das stimmt. Also es gibt alleine auf Facebook, glaube ich, von The Ordinary eine Interessensgemeinschaft, die sich einfach nur der Frage verschrieben hat, in welcher Reihenfolge man diese Produkte von The Ordinary am besten nimmt, welche Reihenfolge überhaupt nicht geht, welche Produkte sich komplett ausschließen. Also es ist schon wirklich eine Wissenschaft für sich. Und deshalb habe ich gedacht, genau zu dem Thema mache ich jetzt ein Video und erkläre euch aus meiner Erfahrung und aus meinem, sag ich mal, aus meiner Recherche, welche Produkte gut zusammenpassen. Und das lässt sich dann wirklich auf jede Marke irgendwie anwenden. Und weil ihr wisst, dass wenig reden nicht unbedingt mein Ding ist, habe ich es euch nicht zumuten wollen, meine Morgen- und Abendroutine am selben Videotag zu drehen. Und wir machen heute wirklich nur die Morgenroutine. So. Und das finde ich aber ganz gut, weil dann habe ich auch die Zeit, euch das eine oder andere zu erklären und möchte trotzdem nochmal anmerken, dass ich keine Dermatologin bin, auch keine Kosmetikerin. Das ist ein Erfahrungsbericht, wie die Dinge bei mir wirken. Solltet ihr irgendwelche Fehlinformationen in meinem Video finden, dann scheut euch nicht, mir das unten zu sagen. Erstmal lerne ich sehr gerne und zweitens möchte ich ja auch keine falsche Information an euch weiterleiten. Also wenn ihr sagt, nee, Moment, der Wirkstoff irgendwie ist irgendwie nicht so ganz wie beschrieben, dann scheut euch nicht, mir das unten reinzuschreiben. Darüber freue ich mich. Also, wir starten jetzt mit dem ersten Schritt meiner Morgenroutine. So, mein erster Schritt ist die Reinigung. Ich stehe morgens auf, nehme eine Dusche und in der Regel habe ich einer dieser Produkte, ich stelle euch zwei Produkte vor, einen habe ich in der Dusche stehen und einen habe ich bei mir auf dem Waschbecken. Für mich ist das Wichtige morgens, dass ich eine Reinigung benutze, die extrem mild ist, weil ich am Abend vorher davon ausgehe, dass ich vielleicht geschminkt war und mich extrem gründlich gereinigt habe und abends einfach gute Produkte aufgetragen haben, die jetzt mein Gesicht nicht besonders dreckig gemacht haben. Das heißt, ich muss nur so ein bisschen meine Haut von dem überschüssigen Öl auf meiner Haut befreien und das war's. So. Das heißt, die oberste Regel für mich ist, und weil ich wahnsinnig trockene Haut habe. Ich habe wirklich trockene Haut und trockene Haut ist ja im Prinzip auch nur ein Zeichen von fehlenden Ceramiden. Also in der Haut, das ist wie so ein, müsst ihr euch vorstellen, das sind so, Ceramide sind so wie so ein Leim, der sich so zwischen diese netzartigen Häute da spannt und dafür sorgt, dass deine Haut eben schön elastisch ist und schön, und eben nicht trocken ist. So. Und das heißt, ich muss unbedingt aufpassen, dass ich nicht Cleanser oder Cleanser, wie man auf Englisch sagt, richtig. Ich sage immer Cleanser, weil ich denke, es kommt von Clean, ne? Aber heißt tatsächlich Cleanser. Dass ich welche benutze, die ganz mild sind.
Milde Reiniger erkennt ihr vor allen Dingen daran, dass sie nicht schäumen, wenn ihr sie auf die Haut macht. So, und da habe ich einmal das ganz tolle Produkt von CeraVe. Ich finde die Marke sowieso geil. Und zwar ist es eine feuchtigkeitsspendende Reinigungslotion für normale bis trockene Haut. Und es hat drei essentielle Ceramide und Hyaluronsäure schon in der Reinigung mit drin. Das heißt, ich feuchte mein Gesicht an, mache das nass, sage mal, massiere schon mein Gesicht ein bisschen, bevor ich das auftrage. Und dann nehme ich so einen kleinen Pumpspray und mache das Pumpschub. Genau, wollte ich sagen. Mach mir das aufs Gesicht und es hinterlässt wirklich einen schönen... Nee, es hinterlässt nicht einen Film auf der Haut. Das wäre die falsche Information. Das hinterlässt so ein wirklich sauberes, durchfeuchtetes Gefühl, ohne dass du schon was aufgetragen hast. Also ich mache danach keinen Toner oder so, sondern versuche dann im Anschluss möglichst die Haut nicht abzutrocknen. Also ich versuche nicht, mir ein Handtuch zu nehmen und zu rubbeln. Das hat mich am Anfang, ehrlich gesagt, so ein bisschen Überwindung gekostet, weil ich eigentlich gerne aus der Dusche komme und erstmal überall abtrockne. Aber ich habe es mir jetzt mal zur Aufgabe gemacht, aus der Dusche zu kommen, mir meinen Körper und so weiter abzutrocknen, aber meine Haut sozusagen, also meine Gesichtshaut an der Luft trocknen zu lassen. Auf meinem Waschbecken steht ein ähnlich tolles Produkt, und zwar ist das von Neutrogena, von Dermatologen mitentwickelt. Da kann ich dir gar nicht sagen. Also es ist hypoallergen, ohne Seife und trocknet die Haut nicht aus. Finde ich auch ganz toll, aber das ist sogar noch ein Tucken. Also wenn ihr wirklich extrem trockene Haut habt, wenn ihr Haut habt, die zu Schuppenflechte und so weiter, also überhaupt, sag ich mal, grundsätzlich eine sensible Haut, seid ihr mit dem ganz toll bedient. Ich kenne niemanden, der das nicht verträgt, aber das ist ähnlich gut und hält einfach ewig. So, das sind meine ersten Schritte. Wie gesagt, ich habe dann immer noch so ein bisschen die feuchte Gesichtshaut und dann kommen wir zu Schritt 2. So, Schritt 2 ist die Hyaluronsäure und da ist es mir einfach ganz wichtig, dass meine Haut wahnsinnig viel Feuchtigkeit bekommt, weil über den Tag ist sie auf diese Feuchtigkeit angewiesen. Ich bin an der frischen Luft, vielleicht bin ich auch an der Sonne und so weiter. Nochmal, selbst wenn deine Haut nicht zu Trockenheit neigt, ist eine Hyaluronbasis als Serum nie verkehrt. So, es gibt dir auch gerade, wenn du, sage ich mal, über 35 bist, gibt es deiner Haut auch dieses aufgepolsterten Effekt. Nicht viel, ne? Aber ich sag mal, diese Trockenheitsfältchen, jetzt nicht diese tiefen Nasolabialfalten, ne? Wollen wir uns nichts vormachen, die gehen damit nicht weg. Aber diese Trockenheitsfältchen, auch gerade um die Augen und so, wenn du regelmäßig Hyaluronsäure anwendest, dann sind die, kannst du dem ausweichen. So, ich habe einmal von Youth das Pure Hyaluronic Acid und da gibt es tatsächlich nur Hyaluronsäure drin. Normalerweise ist es gerne irgendwie kombiniert mit so ein paar anderen Ingredienzen noch, also Inhaltsstoffe. Hier ist das die pure Hyaluronsäure und das ist ein so kostengünstiges Produkt, dass ich am Anfang gar nicht glauben konnte, ob es wirklich so toll wirkt. Das tut es aber tatsächlich. Das ist bestimmt meine zweite oder dritte Pulle. Die nehme ich auch großzügig auf Hals und Dekolleté, ehrlich gesagt. Also alles, was irgendwie hier unten zu sehen ist, da kommt das drauf. Super Produkt. Ich habe das 2, 3 Freundinnen schon gegeben, die sich auch, sag ich mal, mit Kosmetik auskennen. Und die hatten erst nicht viel davon gehalten. Die eine ist so ein bisschen, wie sagt man, sie gibt gerne Geld für Kosmetik aus, sagen wir mal so. Und als sie gehört hatte, dass es das eben über Amazon zu beziehen gibt, hatte sie gedacht, kann nicht sein. Ist aber tatsächlich ganz toll. So, und das Zweite ist für alle, die The Ordinary toll finden, werden vielleicht interessiert sein an The Inkey List. Inkey List ist im Prinzip die Abkürzung für International Neurocle Cosmetic Ingredients. Ne? Heißt nichts anderes als Inhaltsstoffliste. So. Ich mag die Firma ganz gerne. Sie ist ähnlich kostengünstig wie auch The Ordinary. Hat sich dasselbe auf die Fahne geschrieben wie The Ordinary. Die wollen im Prinzip Mono-Solo-Produkte haben, wo man ganz genau nachvollziehen kann, was ist da drin, wie viel ist da drin. Das Packaging ist sehr klar strukturiert und definiert und auch deren Seite ist so gut aufgebaut, dass du wirklich verstehst, worum es da geht und was die Inhaltsstoffe sind und was das Produkt sozusagen bestenfalls für dich machen soll.
Hier, bei diesem wollte ich ganz kurz noch sagen, das war mir ganz wichtig, bei dem Jeus, das heißt wahrscheinlich ganz anders, ne? Und ich habe das jetzt total versaut, den Namen, aber Entschuldigung, es wird Y-E-O-U-T-H geschrieben, für mich ist das Jeus, Jeus, keine Ahnung, geht ja auch um das, was da drin ist und nicht, wie ich es ausspreche. Da habt ihr jetzt nicht, sag ich mal, diesen sofort Effekt, wie ich den bei der Inkey-List finde, aber hier ist es so ein bisschen der Langzeiteffekt, ehrlich gesagt. Ich mag ja normalerweise gerne, wenn ich Produkte habe, wo ich sofort irgendwas sehe und in Begeisterung ausbrechen kann. Das ist jetzt hier ähnlich wie beim Retinol auch nicht. Das dauert ein bisschen, aber es hat tatsächlich einen Langzeiteffekt. Also bitte nicht sofort nach einer Woche mir schreiben und sagen, ich sehe keinen Unterschied. Benutzt das ruhig mal, ich sag mal 3-4 Wochen, bevor ihr was seht. Und bei der Inkey-List Hyaluronic Acid, ist da eigentlich noch was anderes drin? Ja, da sind irgendwelche Seeds noch drin. Ich schreibe euch sowieso alles wie immer unten rein. Ne? Ihr wisst ja, dass... Das werde ich trotzdem immer wieder gefragt. Da unten ist eine Infobox. Da steht, also, und die findet ihr, wenn ihr unter dem Video, seht ihr das, steht da mehr Anzeigen, klickt da drauf und da geht so ein Kasten auf und dann sind alle wichtigen Informationen irgendwie da drin. So, die beiden Links packe ich euch da unten auch rein und dann kommen wir jetzt zum dritten Schritt. Ganz kurz noch zwischendurch, bevor wir mit dem Schritt 3 weitermachen. Es gibt Tage, da wache ich auf und habe ein ziemlich angeschwollenes Gesicht und ich bin noch nicht auf das Rätselslösung gekommen, warum das so ist. Und nein, ich habe nicht durchgefeiert den Abend vorher, sondern gerade so um die Augen herum ist einfach das Gesicht so ein bisschen angeschwollen. Und ich weiß nicht warum, allerdings ist es unpassend, wenn ich irgendwie mich danach schminken muss und aussehen muss, als wäre ich topfit. Deshalb hole ich meinen Jade-Roller aus dem Kühlschrank. Und ich weiß, dass ganz viele von euch jetzt sagen, nein, das kannst du nicht machen. Und dieser tolle Stein, der funktioniert nicht mit Kälte. Für mich ist es Gold wert. Er ist dann schön kühlend. Er aktiviert meine Lymphe hier. Also ich aktiviere vorher die Lymphe. Und dieses angestaute ist ja nichts anderes als angestaute Lymphflüssigkeit. Ja? Die muss ja irgendwie abfließen können. So. Und da helfe ich ein bisschen mit dem Jade-Roller nach. Hier haben wir was für die Augenpartie, also ein bisschen kleiner. Da mache ich dann immer den hier. Und das ist für den Rest des Gesichts. Da kannst du wirklich so bis schön nach unten, weil hier sind ja die Lymphe, machst du dir das hier runter. Es hat ein total angenehmes Gefühl, finde ich, weil es schön kühlend ist. Ich mag dieses Produkt vor allen Dingen sehr gerne, weil es schwer ist. Und ich das Gefühl habe, ich habe wirklich Qualität in der Hand. Und das, obwohl es extrem kostengünstig ist. Das mache ich, nachdem ich die Hyaluronsäure aufgetragen habe, weil das Gesicht einfach so schön, also es gleitet einfach besser, ne? Über Öle sowieso und da ist die Hyaluronsäure so ein bisschen, ja, so gelartig ist, gleitet das einfach sehr gut darüber. Das heißt, ich mache das 2-3 Minuten und so weiter und dann mache ich weiter mit Schritt 3. So. Der dritte Schritt ist Vitamin C. Und Vitamin C ist im Prinzip etwas, was eure Haut vor freien Radikalen schützt. Es schützt euch vor allen Umwelteinflüssen, die euch sozusagen im Laufe des Tages begegnen könnten. Das ist so ein Schutzschild für eure Haut, der meines Erachtens unerlässlich ist. Das Problem bei Vitamin C, es ist kein sehr stabiler Faktor. Vitamin C sollte bestenfalls in einer Darreichungsform oder in einer Packung sein, die lichtundurchlässig ist. Vitamin C hat den Hang, schnell zu oxidieren. Das erkennt ihr daran, dass das Produkt selber flüssig, klar und durchsichtig, das habe ich gesucht, durchsichtig sein sollte. Und wenn es orange geworden ist oder bräunlich, denkt man im ersten Moment, ja klar, Vitamin C kommt von Orange, soll orange sein. Nein, dann ist es oxidiert und dann könnt ihr das Produkt leider entsorgen. So, deshalb finde ich es immer ein bisschen schwierig, etwas zu finden, was auch kleine Moleküle hat, sodass es wirklich tief in die Haut eindringt, was eben nicht schnell oxidiert. So, und ich glaube, ich habe euch das schon mal, vorgestellt. Ne? Also wenn, dann müsst ihr mir verzeihen, aber es ist wirklich eines der besten Produkte für das kleine Geld. Und zwar ist das von Yael Beauty, ist das Pure Vitamin C. In dem Fall zusammen, habe ich ja gesagt, auch nochmal mit Hyaluronsäure. Schadet nicht, Hyaluronsäure, das ist wie Geld, kann man nicht genug von haben. Und
da die Kombination der beiden finde ich ganz toll. Es ist eine dunkle Flasche, es ist, hat zwar eine Pipette, lieber habe ich es eigentlich, wenn das so ein Pumpspender ist, aber bisher ist es mir noch nie oxidiert, es hat immer ganz toll seinen Job gemacht und ist auf jeden Fall ein Produkt, was ich euch hundertprozentig ans Herz legen kann. So, und dann habe ich eine Neuentdeckung und da habe ich auch gezögert, ob ich euch das vorstelle, weil ich wollte wirklich so in diesen kostengünstigen Rahmen bleiben, aber ich fand das als, also ich fand das als Innovation, sage ich mal, ganz toll. Und zwar ist das von Eucerin Hyaluronfüller Vitamin C Booster. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich euch das zeigen kann. Ich mache es jetzt nicht, weil danach ist es sozusagen hin. Ich habe euch ja gesagt, dass das Vitamin C ein bisschen instabil ist und man, wenn man ein Produkt hat, was man sozusagen selber anrührt, ja, ne, das war jetzt falsch gesagt, was man, von dem man weiß, dass in dem Moment, wo man es bekommt, ist praktisch das erste Mal zum Leben erwacht, dann kannst du dir hundertprozentig sicher sein, dass es etwas ist, was in absehbarer Zeit jetzt nicht oxidiert, was ganz frisch ist. Und Eucerin hat genau das hingekriegt. Und zwar habt ihr hier so eine Lasche, die zieht ihr hoch und dann drückt ihr, ich muss mal gucken, ob ich nicht online irgendwie so ein Video finde, was ich euch hier rein klicken kann, hier oder hier, weil die Anwendung ist wirklich ganz interessant. Dann klickt ihr euch das hier rein und dann habt ihr im Prinzip das fertige Vitamin C. So wie es ist, könnt ihr das pur verwenden aufs Gesicht oder ihr könnt das in jede Pflege, die ihr habt, mit reinmachen. Gerade für die, die sagen, ist ja schön, dass du deine 3 oder 4 Schritte, ne, ich habe nur 4 Schritte, morgens machst, ist mir zu viel, ich muss mir das Gesicht waschen, muss irgendwie einen Schritt machen und dann bin ich durch. Für die ist es vielleicht eine tolle Alternative, dass sie sich sagen, sie nehmen ihre Feuchtigkeitscreme oder bestenfalls eine Feuchtigkeitscreme mit einem Lichtschutzfaktor, macht da noch ein bisschen Vitamin C rein und dann habt ihr 3 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ist ein tolles Produkt. Sagt mir mal, was ihr davon haltet. Ich finde es, wie gesagt, ich finde es innovativ. Ich finde die Idee, dass es wirklich erst sozusagen zum Leben erweckt, wenn ich es irgendwie bekomme mit meinem, weil dann sozusagen das Vitamin C erst freigesetzt wird, finde ich ganz toll. So, das war Schritt Nummer 3. Kommen wir zu Schritt Nummer 4. So, und Schritt Nummer 4 ist bei mir die Pflege. Wenn ich es tatsächlich eilig habe, dann entscheide ich mich für ein Produkt, was Feuchtigkeitspflege und Lichtschutzfaktor in einem hat. So. Und da ich ja hier irgendwie aus dem Hause Eucerin einiges probiert habe, habe ich auch diesen Eucerin, was hat denn der für einen Lichtschutzfaktor? 30. Eucerin Hyaluronfiller mit Lichtschutzfaktor 30. Ganz genauso, wie ich es euch gesagt habe, wenn ich es eilig habe, mache ich mir ein bisschen davon in die Hand, mache mir was von dem Vitamin C rein und dann habe ich 3 Fliegen, wie gesagt, mit einer Klappe geschlagen. Oder ich nehme das pur, das Zeug, und nehme das pur sozusagen darunter, wie auch immer, auf der Haut kommt das irgendwie gleich an. Aber es ist nochmal so ein Feuchtigkeitskick, den ich absolut brauche. Wenn ich die Reihenfolge eingehalten habe, kann ich euch sagen, es hat meine Haut null Trockenheitsfältchen. Auch gerade bei der Sonne im Moment oder bei dieser trockenen Winterluft neigt meine Haut wirklich dazu, trocken zu sein. Das siehst du auch. Wenn ich diese ganzen, sag ich mal, pflegenden Schritte einhalte und gerade auch diese Feuchtigkeitsschritte, dann dankt mir das meine Haut. So, da möchte ich euch trotzdem noch eine Alternative zeigen, und zwar ein Moisturizer, den ich gut finde, separat, und ein Lichtschutzfaktor, den ich separat toll finde. Und zwar von Neutrogena habe ich das Hydro Boost Water Gel. Es kann sein, dass das hier vielleicht anders heißt in Deutschland. Ich glaube, das habe ich mir, aber es gibt diese Hydro Boost Serie in Deutschland auch. Also ich habe mir das, glaube ich, in Amerika gekauft, weil ich mich lange mit einer Frau bei Ulta unterhalten habe. Das ist so deren Drogerie. Und da war eine Kundin, die sich davon irgendwie 5 Stück eingepackt hat. Und die sah einfach so gut aus, dass ich gedacht habe, vielleicht ist sie dem Geheimnis ewiger Schönheit auf die Schliche gekommen. Da habe ich sie angesprochen. Ich bin ja nicht auf den Mund gefallen und quatsch gerne Leute an. Und die hat mir gesagt, dass sie das ganz, ganz toll findet, dass sie super sensible Haut hat und bei Sachen, die normalerweise sehr feuchtigkeitsreich sind, sofort irgendwie ihre Poren verstopfen und sie kleine rote Pusteln und so weiter kriegt, und dass sie dieses Produkt eben ganz, ganz toll verträgt. Also habe ich es mir mitgenommen, und es ist in der Tat ultra feuchtigkeitsspendend.
Es ist auch sehr gut unterhalb eines Make-ups, weil gerade meine Morgenroutine ist ja häufig gefolgt davon, dass ich danach mich schminke. Und wenn ich Produkte habe, die sehr schmierig bleiben auf der Haut und nicht schnell einziehen, ist es immer ein bisschen ungeil fürs Make-up. Von daher ist das ganz, ganz toll. Und wenn ich habe echt überlegt, weil es das einzige Produkt ist, was ein bisschen, sag ich mal, kostenintensiver ist als alles, was ich euch bisher vorgestellt habe. Es ist von SkinCeuticals, das Ultra Facial Defense. Aber es ist wirklich meines Erachtens einer der tollsten mit einem anderen von Dermalogica. Das habe ich euch aber schon mal vorgestellt. Lichtschutzprotektoren, die es gibt. Und zwar ist es UVA und UVB-Strahlen und es hat eben einen Lichtschutzfaktor von 50. So. Ich finde schon 30 gut, ne? Aber ich sag mal, 30 kannst du gut im Winter mit davon kommen. Im Sommer, wenn die Sonne so knallt wie heute, und wir haben 31 Grad in Hamburg, ne? Das ist wirklich, brauche ich gar nicht mehr in den Urlaub fahren. Dann musst du wirklich ein bisschen höher haben. Ne? Und dann ist 50, Lichtschutzfaktor 50, finde ich, absolutes Minimum. Es ist so geil, es hinterlässt eben nicht diesen weißen Film auf der Haut. Es ist im 0, nichts. Ich mache euch das mal ein bisschen auf die Hand, damit ihr einfach seht, so. Und ich meine, ich bin ja, hab da wirklich eine gebräunte Hand. Also wenn es da irgendwie einen Film geben würde, seht ihr da irgendeinen Unterschied zu meinem anderen? Es ist einfach zack eingezogen. Und es ist eben ganz toll, auch unterhalb einer Make-up-Unterlage. Ein ganz, ganz tolles Produkt, aber eben leider kein Schnäppchen, ne? Muss man mal gucken, aber ich finde, man braucht nicht wahnsinnig viel. Natürlich sollt ihr nicht so wenig nehmen wie ich, weil damit ein Lichtschutzfaktor ordentlich wirken kann, solltest du schon, ich glaube, 0,2 Gramm oder so auftragen auf die Haut, damit du wirklich den gewünschten Erfolg hast. Aber trotzdem, ich komme damit ewig hin. Also, ich habe das jetzt schon bestimmt 2 Monate und es ist immer noch nicht alle. Tolles Produkt. So, ihr Lieben, was soll ich sagen? Das war meine Morgenroutine. Habe ich irgendwas vergessen? Das Gefühl, ich bin so schnell durch. Sind wir vielleicht doch unter 20 Minuten? Gut, anyways. Ich freue mich, dass ihr so lange dabei gewesen seid und freue mich auf eure Vorschläge von Dingen, die ich ausprobieren soll. Ich habe wirklich ganz tolle Dinge bekommen. Jemand hatte mir auch gerade irgendwie die ganze Serie von Essence irgendwie vorgeschlagen und von Catrice und so. Also, ich bin wirklich dankbar, wenn ihr mir Vorschläge macht und ich weiß, es wird langweilig, wenn ich immer dasselbe sage, ne? Aber eure Kommentare machen echt Spaß. Also manchmal sitze ich, und ich lese mir jeden Einzelnen durch, manchmal sitze ich abends in meinem Bett und schmunzle so vor mich hin und denke mir, siehst du, es gibt so viel mehr nette Leute, als dass es ätzende Leute gibt. Und ich finde es auch einfach interessant, weil ich bin einfach an Menschen interessiert grundsätzlich und ich finde es interessant, eure Geschichte zu hören und sei es nur so ein kleiner Schwank aus eurem Leben. So, genug gelabert, das war es jetzt wirklich. Ach so, nicht vergessen, mich zu abonnieren. Hier unten, ne? Also habt ihr bestimmt schon. Aber wenn nicht, dann macht ihr das jetzt. Dann klickt ihr einfach den Abonnieren-Button und den Like-Button sowieso, damit YouTube weiß, dass ich gute Videos mache. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Also, passt schön auf euch auf. Bis dann. Ciao, ciao.